Also gut, das geht schon wieder weiter. Ich muss mir auch irgendeinen Satz überlegen, den ich immer am Anfang von der Aufnahme kann sagen. Irgendwie bin ich da gerne mal so ein bisschen am Improvisieren. Doof. Aber hey, ich habe hier letztes Mal etwas ganz Cooles gebaut, nämlich eine richtig gute Shinkansen-Strecke. Er ist jetzt gerade nicht hier, den ich habe vorher beobachtet, wie er ist abgefahren, der einzige Zug, der dort fährt. Aber da kann ich dann auch schnell dazu schauen. Zuerst möchte ich hier noch schnell schauen, jetzt, wo er schon da ist, wie gut das hier der Regio 7 performt. Der hat hier jetzt 42 Personen, das ist nicht ganz so viel, wie er brauchen kann. Ich habe jetzt gar nicht mehr geachtet, wie viel das er kann, als er ist angekommen. Das ist jetzt schwierig zu sagen. So ein bisschen zum Einschätzen, ob sie vielleicht ein bisschen weniger Kapazität könnte brauchen. Weil dann könnte ich vielleicht einen von diesen 3-Achser aus jedem Zug noch rausnehmen. Hier, der ist jetzt gerade abgefahren mit 77. Ja. Einen könnte ich wirklich rausnehmen und dann dafür verkaufen und dann kosten die nicht mehr so viel im Unterhalt. Also viel kostet es ja einen, aber dann kostet es ein bisschen weniger, so meine ich. Das könnte man theoretisch machen. Aber ich glaube, ich lasse es ein, vielleicht wächst die Städte noch etwas und dann wächst somit auch der Bedarf. Apropos Bedarf, wir haben hier im Güterverkehr, im Stadtverkehr auf dem HEB 1 und 2 immer noch zu viel los. Dabei habe ich doch jetzt noch neue Fahrzeuge drauf, oder? Also hier sind noch Decksitze weg auf dem 2 und auf dem 1. Oh, habe ich denn noch einen da gehabt, oder was? Nein, da ist jetzt nichts mehr. Habe ich da in der letzten Aufnahme etwas gemacht oder nicht? Das weiß ich nicht einmal mehr. Aber auf beiden Linien wäre es gut, wenn ein bisschen mehr Kapazität käme. Zwar macht er Verlust. Das ist halt einfach wieder wegen dieser, ja, kann man sagen, inoptimal, wegen dieser nicht optimalen Linienführung. Weil die quasi zu lang ist, die Linie. Ihr müsst wirklich noch eine Linie haben, die im Zentrum mehr fährt. Die wollen aber alle mit dem Shuttle fahren. Eben nicht mit dem Shuttle. Und zwar wieso? Die wollen hier hauptsächlich an das Zentrum. Wieso nehmen sie nicht den Shuttle für das? Ist dort der Takt zu wenig hoch oder was? Das können wir jetzt schnell vergleichen. 3 Minuten auf dem 2er. 82 Sekunden auf dem Shuttle. Wieso nehmen sie nicht den Shuttle? Das ist jetzt das, was ich mich frage. Oder ist das jetzt noch gerade neu? Weil ich vorher hier auf dem Shuttle offenbar noch die neuen Busse drin. Das hat sich jetzt einfach noch nicht umverteilt. Das könnte wiederum sein. Hier fährt er aber nicht, der Shuttle, und hier ist immer noch sehr viel los auf dem Eis. Und oh, hier macht es einfach Verlust. Vielleicht wäre es wirklich gescheiter, wenn ich hier einen schnelleren Bus einsetze, weil die Decksitzwege hier, die fahren genau 35. Das ist ein bisschen Füchse. Vielleicht sollte man da mal einen Saurer drin fallen. Die haben weniger Kapazität, aber sie sind schneller. Und nicht viel teurer. Ja. Ich würde sagen, ich tue 2 Saurer rein, dann sind sie schneller, können schneller eine Runde fahren und mehr Passagiere abholen. Dafür braucht es nicht mehr so viel. Naja, ich weiss nicht, ob sich das genau rechnet, aber jetzt nehme ich einfach mal 2 hier, tue die ersetzen. Zack. Natürlich wieder die Wartung aufschrauben. So, und der hier, der kommt jetzt einfach fort. Voilà. Vielleicht ist das Optimierung und vielleicht sind jetzt einfach immer mehr Passagiere, die am Warten sind. Irgendwann komme ich dann wieder mal in die Stadt zurück und dann sehe ich, dann, ob es funktioniert oder nicht. Und das habe ich jetzt bewusst noch auf der einen Linie gemacht, auf der zweiten hoffe ich jetzt eben, dass der Shuttle ein bisschen den Verkehr ablösen tut. Gut. Dann wollen wir doch mal schauen, wie weit ist der Shinkansen zwischenzeitlich gekommen. Ist der schon da nicht mehr? Ah, da ist er gerade im Tunnel. 22 Personen dabei. Ja, das ist nicht so cool. Ja. Und hier haben wir 26 für Ufer auf Heroldsbach. Das ist auch nicht so zu wohren. Ui, was ist jetzt da los? Zug 37 und 25 blockieren sich gegenseitig. Ja, wie ist jetzt das passiert? Ah, die sind beide hier auf das Gleis gekommen, obwohl sie das ja nicht dürften. Wie könnt ihr das optimieren? Für das nicht mehr passiert, wahrscheinlich muss ich das Signal hier einfach fortnehmen und das dort hier auch. Dass das quasi genau das gleiche Gleis ist, wobei das wird wahrscheinlich trotzdem nicht funktionieren. Ich habe das Gefühl, der Zug der wird gleich noch bis in den Bahnhof einfahren, auch wenn hier im anderen Bahnhof noch einer ist. Das können wir auch nicht verhindern. Ich müsste auch einfach darauf hoffen, dass das jetzt ein Einzelfall bleibt, weil die im Takt nicht ganz gleich verteilt sind. Ich hatte ja letztens noch ein Problem gehabt, irgendwie, wo das Zeug ist blockiert wurde. Darum hoffe ich jetzt einfach, dass das dann nicht mehr vorkommt nachher.
Jetzt kommen auch die beide nacheinander, das kann ich dann natürlich noch abfangen. Und der hat nur 10 Personen ab hier. Ernsthaft? Wobei, jetzt ist der schon wieder kehren hier. Nein, du kannst nicht in die Richtung fahren, Schätz. Und dort ist besetzt im Fall. Hast du das schon vergessen, oder was? Hey, nochmal. So, jetzt fährst du hier mal wieder zurück und dann kommt dann noch er hier. Was hat er so dabei? 32, ja, das ist nicht so cool. Und hier wartet natürlich, mal da wartet jetzt noch jemand, weil der hier hat die Leute nicht mitgenommen. Der ist ja gut, dass jetzt hier noch einmal einer kommt. Aber dann muss ich hier noch schnell einen Moment aufhalten. Ich könnte ja theoretisch hier schnell auf der Strecke bleiben stehen, nicht einmal im Bahnhof. Ich habe das Gefühl, wenn ich in den Bahnhof anhalte, dann steigen dann irgendwie nicht mehr alle Leute ein oder so. Gut, ich muss nur im richtigen Timing drücken. Ich muss einfach noch anhalten, sobald er... Also solange noch die Leute am Ausladen ist, dann müsste es gehen. Die Frage ist einfach, wie viele Leute werden hier aussteigen. Andererseits sollte ich nicht vielleicht in dieser Aufnahme mal den Aufwand machen und den Flugbetrieb einfach komplett einstellen. Weil dann brauchst du den Bahnhof hier auch gar nicht mehr. Das ist der Punkt. So, Moment. Parat machen zum Stoppen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch Leute aussteigen oder nicht. Auf jeden Fall bleibt er jetzt hier noch einen Moment stehen, bis der andere Zug ein bisschen weitergefahren ist. Und wo ist der Dritte auf dieser Linie? Der Dritte, ja, noch viel mehr. Das sehe ich jetzt gerade. Also einer steht hier in Richtung Westen zu feichten. Das ist gut. Nachher haben wir ihn, der steht jetzt eben hier am Flughafen. Nachher haben wir hier einen Richtung Osten zu feichten, die haben sich also gekreuzt. Hier einen Richtung Westen geht zu Schofstedt. Und der vorher hier ist abgefahren am Flughafen. Also, geht ungefähr auf. Das heisst, auch jetzt hier zu feichten ist abgefahren, der ist erst der Nächste. Wenn ich das richtig sehe, ja. Dann können wir den ruhig noch ein Moment bleiben stehen, oder? 25er. Und der Nächste braucht noch einen Moment, bis er kommt. So, und Mirage, wer hat hier Lust gehabt, hat zu mitfahren oder was auch immer? Das ist eine komische Formulierung. 48 Leute. Hey, das ist doch super. Und hier auf dem Regio fahren auch ein paar mit Richtung Neuendorf. Sogar so viel wie gar nicht mitpassen, oder? Einmal viel sind ausgestiegen. Die wollten alle aufs Flugzeug gehen. Ja, das, die Fluglinie hier. Es macht jetzt schon immer mehr Gewinn, habe ich das Gefühl. Außer da war jetzt gerade ein Ausfall gewesen, aber das ist sicher auch, weil hier in den Zügen irgendwie etwas nicht hat funktioniert. Wobei, nein, das war die Periode gewesen, das sieht man deutlich, dass dort viel weniger Ertrag war. Normal sind ja 50 Millionen Überschuss, du. Hey, du. Der Betrieb läuft effizient, he? Da sieht man es, wie ein gutes Management und eine effiziente Bewirtschaftung von diesen Linien Vorteile kann haben. Obviously. Eine Fluglinie wartet auf Schliessung, habe ich das Gefühl. Es tut zwar ein bisschen weh, weil ich finde, so eine Fluglinie ist etwas, was dazugehört zu so einem Spiel. Ich meine, für etwas gibt es ja das Feature mit den Flugzeugen überhaupt. Aber das muss ich jetzt halt einfach ganz ehrlich sagen, für was gibt es Flugzeuge, wenn die Karten nicht grösser sind oder wenn man halt die nicht ins Ausland kann schicken kann. Das ist ja das, das habe ich vor langer Zeit schon mal predigt, dass man nicht Verbindungen mit anderen Ländern und so herstellen kann. Das wäre doch noch cool. Geht leider nicht. Mit dem Flugzeug ist das auch problematisch. Mit dem Zug kann man es auch noch rechtfertigen irgendwie, aber mit dem Flugzeug nicht. Und darum ja, würde ich jetzt halt den Beschluss fassen, dass ich das gleich abreisse hier. Aber eben, ich habe ja schon Pläne angekündigt, dass ich dann vielleicht gleich noch eine Linie wird behalten. Eventuell, habe ich nicht gesagt, sogar hier wird der Flughafen zum Liegen kommen. Mal könnte sein, genau das Höllenmühle und Endorf können davon profitieren. Dann ist das hier der Ostflughafen und ganz im Westen, habe ich auch gesagt, irgendwo vielleicht weiterhin zu Heroldsbach oder halt zu Schofstedt. Ich glaube, ich habe in der Schofstedt gemeint, als ich das erwähnt habe. Oder hier noch einmal zwischendurch. Dann kann auch Rosenau noch ein bisschen angeschlossen werden. Ja, es würde auch ein bisschen auf so etwas rauslaufen. Dann würde ich hier noch so eine Flughafenbahnhof reinklepfen, dann kommt das gut. Aber sonst sehe ich hier keine Zukunft für einen Flugbetrieb. Höchstens eben, wenn ich das so mache, dass ich hier nur noch eine einzige Strecke mache. Aber das mache ich dann später. Dann würde ich dann auch wirklich einen grossen Flughafen bauen, einen, der auch 737 und so fliegen und so. Nicht nur das kleine Flugplätzchen hier.
So, also er hier darf noch schnell seine Passagiere abladen. Die anderen verkaufe ich schon. Der hier ist dann quasi zeremoniell jetzt schon der letzte Flüger hier. Dann muss ich schnell den hier machen. Autosave ist auch noch gut dabei. Die haben natürlich Passagiere dabei, aber das, na. Auf die können wir verzichten. Die verkaufen wir jetzt einfach mit im Flug. Gut. Ich hoffe, die Angehörigen sind uns nicht zu böse für das. Also mir. Ich muss ja für das gerade stehen. Und jetzt Flugzeug 3 hier. Da gibt es noch die Abschlusszeremonie, könnte man sagen. Das darf jetzt hier noch ganz schnell die letzten Passagiere aussteigen. Die schöne DC-4. Ist ein DC-4, oder? Bitte bis ein DC-4, sonst habe ich etwas falsch gesagt. Ist ein DC-4, wunderschön, genau, das habe ich 100% sicher gewusst. Der bringt hier Passagier. Ist auch schon ziemlich... Uiuiui, in diesem Flugzeug würde ich persönlich auch gar nicht mitfahren. Nicht fliegen. Übrigens, Giel, ihr solltet natürlich steigen dort an die Tür führen, sonst bringt das nichts mit dieser Tür dort oben. So, du Schätze, du bleibst jetzt hier. Jetzt sind natürlich wieder Passagier drin. Weg mit dir. So. Die müssen jetzt halt leider den Zug nehmen. Excuse, es ist klimafreundlicher, darum kommt der Flughafen jetzt einfach fort, nachdem wir die Linie haben entfernt, weil das geht, das ist wahrscheinlich nicht. A1, adieu merci, später gibt es dann vielleicht wieder mal eine. So, Flughafen fort, Strasse fort, Flughafen Bahnhof, zu dir komme ich nachher noch einmal. Nachher haben wir hier unten, Dings, Brinkum, Flughafen. Ah, dort ist noch. Oh, dort habe ich noch aus historischen Gründen. Oh, das erste Flugzeug ist noch da. Ja, es tut mir leid, wenn ich den Flughafen abreißen will, dann muss ich das auch fort tun. Ja, ich könnte zwar sagen, ich kann ein Museum daraus machen. Das müsste ich so machen und konfigurieren. Ich könnte das Museum machen und dafür die Landebahn abreißen. Nein, das geht nicht. Ich kann auch nicht. Nein, ich müsste es wirklich so behalten, dass das quasi nur noch. Landebahn und ein Hangar ist, aber das... das ist irgendwie doof. Ich hänge nicht sehr an diesem Fahrzeug, muss ich sagen. Komm, jetzt bin ich einfach mal radikal. So, hallo, da muss ich... Fahrzeugmanager, das ist jetzt aber ein sehr komischer Knopf gewesen, den habe ich so, glaube ich, noch gar nie gesehen. Ist das, wenn du nicht auf das... Aha! Das ist, weil das ein Sonderfall ist, weil der Flughafen zusammen mit den Bahnhöfen ist. Darum kommt das Fenster. Das ist aber eigentlich gar nicht so gedacht. Ja. Komisch, aber egal. Flugzeug 1, schön gewesen mit dir, ciao. Wie viel gibt es noch? 1421. Okay. Fort mit dem Flughafen. Hier die Strasse. Naja, die Strasse besteht ja noch. Und da jetzt auch keine speziellen... Bahnhof geben für den Flughafen. Hier haben wir jetzt einfach die Bushaltestelle vom Bahnhof, die jetzt doch ein bisschen unten ist. Hier könnte man sagen, das kann man jetzt umgestalten und sagen, wir machen auf dieser Seite hier, hallo Shinkansen, einen neuen Zugang machen zum Bahnhof. Und dann ist die Buslinie hier nicht mehr über die Brücke, sondern eben hier. Das ist ein bisschen gäbiger, würde ich behaupten. Und was ist jetzt das? Ah, da hatte ich wahrscheinlich noch mal eine Wendeschleife gehabt. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt ist dort das Haus dran. Naja, brauchen kann man so sicher noch. Wird es im Moment? Nein, im Moment wird es nicht mehr gebraucht. Okay. Ist halt dort so eine komische Schleife. Ist halt irgendein Platz oder so. Der hat sicher einen schönen Namen unter den Einwohnern. So, bevor jetzt aber hier viele Häuser entstehen, würde ich das vielleicht nachher angehen. Muss ich aber dann schauen, wie das funktioniert mit Bahnhofsgebäuden. Wie du uns dran setzen überhaupt, wenn dort schon das Gleis ist. Das wird heiss. Aber sehr schnell den anderen Flughafen abreißen, weil der kostet ja jetzt nur Geld. Für nichts. Und da müsste ich dann auch noch schnell den Flughafenpunkt, Haltepunkt dort von der Buslinie rausnehmen. So, adieu. Und nachher hier. Was ist jetzt los? Zug 67 und 68. Was ist jetzt dein Problem? Jetzt sind sich hier schon wieder zwei am Blockieren. Und wieso eigentlich? Also dann muss ich beide Richtungen... Aha, weil das zweigt, der stört. Also das Signal hier darf es in dem Fall nicht geben. Das ist nicht gut. Also Interregio, du musst zurück. Das Signal hier muss weg, weil... Das hier ist eigentlich ein eingleisiger Abschnitt. Also hier muss man wirklich hier an diesem Signal warten, weil hier schon die Weiche unter der Brücke.
Ah Mist, jetzt fährt der den Weg zurück. Ja gut, der hat jetzt halt den Halt hier gerade übersprungen. Wie viele Züge haben wir auf dem Interregio? Ich glaube 3, oder? Nein, 2 nur. Also. Dann muss jetzt halt er hier noch schnell warten. So, bis er hier an die Gegenstation ist gekommen. Beziehungsweise, nein, der fährt, glaube ich. Nein, der kann weiterfahren, weil der fährt eventuell, ja. Nein, offenbar nicht. Der ist jetzt so über das Signal. Der Zug will jetzt wahrscheinlich den gleichen Weg fahren wie der andere. Aber das tue ich ändern. Ich drehe ihn nochmal. Und jetzt hat er wahrscheinlich quasi alle drei Folgen von der Stationen umgekehrt. So wie er die Linien abarbeitet. Und jetzt sollte er theoretisch hier unten durchfahren. Und rauf auf Heroldsbach. Wenn das funktioniert. Ja, das kann ich jetzt nur schnell experimentell super ausgedrückt schauen. Und zwar ist der entscheidende Punkt die Weiche hier. Welchen Weg fährt er? Er fährt falsch. Monsieur, du drehst noch einmal um. Offenbar geht das gar nicht. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen blöd. Der will wirklich dort rauf. Ja, weißt du was, der lässt ihn halt hier rauf fahren. Und dann lasse ich ihn hier auf dem Gleis warten, bis der Gegenzug ist runtergekommen und er dafür auf Heroldsbach raufgeht. Einfach für dass sie wieder ungefähr den gleichen Abstand haben. Finde ich noch einen guten Punkt. So, also, er fährt jetzt hier auf dem rechten Gleis, genau, geht hier. Jetzt haben wir aufstoßen. Geht er auf das linke. Muss er ja. Und genau hier lasse ich ihn jetzt einfach noch schnell stehen. Ah, habe ich nicht übrigens noch einen anderen Zug genommen, den ich langsam wieder fahren sollte? Der Zug hier am Flughafen, der steht immer noch da. Du fährst jetzt bitte weiter. Weil, ja. Da kam eben schon der Nächste. Ja, den habe ich vergessen. Von lauter Flughafen abreissen. Ich habe jetzt leider stehen. Ja, der geht jetzt mal, bis der hier wieder fahren kann. Aber der wird, fährt dann noch bis an Neuendorf, ich glaube schon. Ja, der fährt noch bis dorthin, also das ist gut, der wird dann doch noch ein bisschen Abstand haben zum Anger. Aber nicht ganz so viel. Ja, aber das, ja, ist glaube ich schon nicht so tragisch. Also die ist der nächste Regio. Ah, der Regio 5 fährt aber weiter, ja. Ich glaube, der Regio 5 ist jetzt nicht stark beeinflusst vom Takt durch diese Sache, durch den Stau. Der hätte jetzt auch nicht lange müssen warten. Darum muss ich mir da nicht gross darum sorgen. Aber der Intercity hier. Sollte ich den vielleicht auch noch schnell anhalten nachher. Ich behalte den mal offen hier. So, wo bin ich jetzt? Jetzt habe ich einen noch den anderen, den ich bleiben stehen. Das ist nicht er hier. Was ist das eigentlich? Ah, das ist das 3. Ah, wo war jetzt der Interregio? Der war hier weiter hinten. Hier. Du bist nicht, gell? Du bist der Intercity, ja. Der hier, der steht. Und der muss warten, bis der Gegenzug kommt, ungefähr. Ich glaube, er dort. Ja, der ist dort schon im Anmarsch. Also. Nicht mehr lang und er kann dann der hier wieder weiterfahren. Genau. Also. Oder wäre es nicht vielleicht sogar gescheiter, wenn er jetzt könnte weiterfahren könnte? Wäre vielleicht schon besser, wenn sich die hier nicht direkt im Bahnhof kreuzen, weil sonst muss immer hier einer warten. Na gut, es geht ja eh nicht auf am Ende des Tages. Also ich lasse jetzt einfach schon fahren. Da, das ist der, den ich ausgewählt habe, genau. So, darfst du weiterfahren. Merci für die Geduld. Und er hier, der kommt jetzt hier zu Endorf an, hier wird er kehren und hier wird ich noch schnell halten. Mal bleiben stehen. So. Und das ist mit ihm hier, das ist der Regio 5, hat müssen warten auf Regio 6, weil die jetzt gleich Gleis brauchen. Nein, das ist nicht schlimm. Gut. Jetzt muss man einfach nur noch daran denken, dass ich den dort hier wieder entsperren muss. Wird die auch schon herbekommen. Gut, jetzt habe ich dort oben noch Zeug offen gehabt. Jetzt muss ich schnell alle Flughafen-Locations noch einmal abgehen und alles ein bisschen reorganisieren. Da hier, wie gesagt, der HE-Shuttle. Der braucht es ja eigentlich nicht mehr in diesem Rahmen.
den können wir jetzt zu einem normalen Bus machen, der einfach hier am Bahnhof runterfährt. Das muss ja gar nicht wirklich so ein Shuttle sein. Die Busse sind immer noch gut, weil das geht ein bisschen aus der Stadt raus, das passt noch fast. Ist zwar hier immer noch keine Landstrasse, das heißt, er kann eh nicht schneller fahren als 50. Aber es ist schon gut so. Und der fährt hier wirklich nur gerade bis an Lerchenweg. Und das ist gut, weil der fährt auf dem Rückweg auch ziemlich gleich wieder hier zurück. Und Heroldsbach Zentrum, ja stimmt, das war ja auch noch gewesen. Das lohne ich glaube trotzdem noch, obwohl das die Fahrzeit ein bisschen verzögert mit dem dort. Aber es ist halt immer noch so ein bisschen der Umstiegspunkt zwischen allen Linien. Darum, ja, ich los trotzdem. Bin zu faul, das jetzt abzubauen. So, die Linie geht hier durch, im Uhrzeigersinn. Und wenn ich das vielleicht noch ändere, hier, zeig mal, hier warten immer noch alle auf ein HB2. Und zwar eben Richtung Zentrum. Bedeutet, es wäre gescheiter, wenn er auf dem Rückweg der Shuttle auch noch eine Stufe vorbeikäme. So, er hier darf jetzt übrigens weiterfahren. Das reicht mit warten. Wie viel nimmt er mit? Das wäre auch noch spannend, bevor ich es zumache. Komm schon, höher, 52. Okay, akzeptiert. So, hier Linie verwalten. Nach Lerchenweg also noch eine Goethestrasse. Hier Lerchenweg, nachher Goethestrasse. Ah, dann geht er hier rum. Da kann ich von mir aus auch noch einmal hier halten. Nein, das machen wir anders. Das machen wir gescheiter. Ich will nicht, dass er noch dort hinten fährt. Die hat zu wenig Bedarf für das. Der Goethestrasse kommt vorher einfach weg. Funktioniert das nicht? Lessingstrasse. Lerchenweg. Ah, jetzt muss ich noch die Strassenseite ändern, genau. So, das wollte ich. Dann geht er hier schon mal blockieren und dann fährt er auf dem Rückweg einfach hier durch. Weil so viel will ich jetzt sicher nicht an die Goethestrasse von hier. Und wenn schon, dann müssen sie halt hier noch schnell den Bogen machen. Ist glaube ich gut so. Also, und das ist jetzt nicht mehr der HE Shuttle, sondern das ist jetzt der HEB3. Neu. Genau. Einfach eine ganz gewöhnliche Buslinie. Und Heroldsbach hat noch nicht 1000. Ich meine, es ist auch schon eine 1000er Stadt. Es ist gross, aber nicht so gross. Es erscheint nur gross, weil hier noch Hügel links und rechts sind. Genau. Und da ist noch fast nichts mit Material. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Genau, das hatte ich vorhin noch im Augenwinkel gehabt, hier. Könnte man eigentlich auch schon wieder ausbauen, weil sehr viel Grain dort ist. Aber ich habe noch das Zeug mit den Flughäfen und so. Den Halt habe ich immer noch nicht rausgenommen. So gescheit wie ich bin. Aber ich werde dann noch ganz schnell ein paar Wege dort hier anhängen, bevor er dort ankommt, dass er schon auf der nächsten Fuhr mehr mitnehmen kann. Darum muss ich jetzt ein bisschen vorwärts machen. Also Breslauer Strasse kommt raus und dementsprechend auch eine Parkstrasse. So, jetzt haltet er hier einfach nur noch eine und fährt rundherum. Das soll er machen. So. Und du bekommst mehr Wege. Ah, dort ist noch die kleine Locke vor dran. Kann die überhaupt noch mehr ziehen? Das wird jetzt lustig. Das ist eine Schmalspurbahn hier. Da würde ich auch gerne weiterhin von diesen kleinen britischen Wegen dran tun. Das passt irgendwie mehr zur Schmalspurbahn. Machen wir mal so viel hier. Ich hoffe, dass der dann noch beschleunigen kann. Jetzt kann er 200 mitnehmen. Das lenkt dann vielleicht ein bisschen mehr. Weil die haben dort wahrscheinlich... die haben hier immer noch zu wenig Material. Das geht dann schon wieder oben runter. Hier hat es zwar ein klein auf Lager und der hier wird das jetzt auch alles abarbeiten, zusammen mit seinen Kollegen. Aber unter dem Strich, ja, weiss jetzt nicht, ob der Pegel aufgeht stetig oder runter. Ob die jetzt quasi mit dem Volumen zu Schlag kommen, gerade so, oder ob sie es schnell abarbeiten, bevor die nächste Weizenlieferung kommt. Ich würde sagen, wir können trotzdem einfach, obwohl sie immer noch sehr gut sind, sagen, wir tun hier zumindest schon mal ein Upgrade machen. Oder? Ja. Yeah. Mal, weil weniger Lastwagen, weniger Emissionen. Das wäre ja Brot, dann müssen wir das hier nehmen. Da muss ich natürlich nicht alle ersetzen. Das ist ja noch der alte. Genau, der Opel Blitz. Das wäre der hier. 60 fährt er und kann 12 mitnehmen, Ladegeschwindigkeit 3. Da hier haben wir Geschwindigkeit 4, kann 14 mitnehmen und fährt 80.
Wie viel gibt es etwa im Verhältnis? Ich würde fast sagen, einfach erstmal die Hälfte. Das kommt etwa her. Weil es sind ja mehrere Faktoren, die besser sind. Also ich sage mal, 4 von 7 ersetze ich. So. Kostet auch genug. Die 3 hier, die kommen gleich fort. Auch wenn sie noch etwas geladen haben, das ist mir jetzt völlig schnuppe. Die bekommen mal einen hohen Unterhalt. Hoffentlich reicht das.